Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu Part 14 von Pokémon Karmesin, dem DLC, in Anführungszeichen, weil das die Hauptgeschichte vom DLC ist ja jetzt drum. Und ich habe jetzt noch einen Anruf bekommen, ich habe jetzt den Abspann ablaufen lassen, habe Mittag gegessen in der Zeit und ein bisschen gefaulenzt. Entschuldigung, ich habe einen kleinen Schluck noch getrunken. Und jetzt ist der Abspann abgelaufen und da steht, dass ich so eine ist für dieses Durchsagezeug. Schauen wir mal, was noch weiter passiert. Ob sich noch was passiert, was sich lohnt für einen Part oder nicht. Dies ist ein Aufruf an die folgenden Schülerinnen. Laura von der Orange Academy, Miss Brianna bitte darum, dass du sie im Klassenzimmer der 1-4 aufsuchst. Sie hat wichtig Neuigkeiten bezüglich der Terra-Kristallisierung, die sie mit dir teilen möchte. Okay. Danke, dass du gekommen bist, Laura. Konntest du dich von unseren Strapazen im Höhlensystem 0 ausreichend erholen? Da merkt man, dass du noch jung bist. Ich hingegen fühle mich selbst nach einigen Tagen noch erschöpft. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe die letzte Zeit ununterbrochen geschrieben, um meine Erkenntnisse aus dem Höhlensystem in einem Buch festzuhalten. Natürlich habe ich mir dafür die Erlaubnis von Senora Sagaria eingeholt und einige konkrete Ereignisse und Namen verschleiert. Keine Sorge. Jedenfalls ist vorhin ein Probeexemplar meines Buches herausgekommen. Hier, du sollst es haben. Schon wieder ein Buch. Haben wir nicht in Galar auch von der Sania so ein Buch bekommen? Oder täusche ich mich? Naja. Mit der Erkundung des Höhlensystems 0 habe ich dir wirklich einiges zugemutet. Dich an den Früchten meiner Arbeit teilhaben zu lassen, ist das Mindeste, was ich tun kann. Außerdem hoffe ich, dass du es als meine Form der Entschuldigung akzeptierst. Übrigens dürfte ich deinen Terra-Kristall-Orb kurz sehen, Laura? Wie ich vermutet habe, es scheint genauso zu reagieren wie die Orbs von Cho und Hana. Vielleicht, weil sie mit der Energie von Terra-Pagos in Berührung gekommen sind. Die beiden haben erzählt, dass sie seit dieser Sache die Terra-Kristallisierung auslösen können, ohne ihre Orbs vorher aufladen zu müssen. Faszinierend, oder? Und da gibt es noch etwas, das ich in Bezug auf das Höhlensystem ansprechen wollte. Es geht um den Kuppelkern, der an der Decke der Terra-Kuppel hängt. Ich habe ihn bisher regelmäßig mit Erde aus Paldea und Wasser vom Kristallsee befüllt. Nur deshalb war eine stabile Terra-Kristallisierung innerhalb der Akademie überhaupt möglich. Nun, ich habe probehalber einige der Kristalle aus dem Höhlensystem in den Kern gegeben. Und das muss eine Veränderung in der Beschaffenheit ausgelöst haben. Dadurch erscheinen jetzt Pokémon vom Terra-Typ Stellar in der Kuppel, die in Regenbogenfarben erstrahlen. Und mindestens genauso hell erstrahlt auch meine Terra-Kristallforschung, die dank dieser Umstände wirklich bestens vorangeschreitet ist. Wenn ein Pokémon dem Terra-Typ kristallisiert, wird pro Typ eine Attacke jeweils einmal verstärkt. Bei einer Terra-Kristallisierung in einem Raid werden durchgehend alle Attacken verstärkt. Und bevor ich es vergesse, ein Mann in dunklem Anzug hat sich im Eingangsbereich nach dir erkundigt. Okay, das war alles, was ich zu berichten hatte. Danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Ich muss jetzt dringend zu meinem Verleger, also verabschiede ich mich. Beim nächsten Mal möchte ich Terra-Pagos dann aber ganz genau unter die Lupe nehmen. Wenn ich einen Mann in dunklem Anzug höre, dann denke ich immer an Giovanni. Was möchte sie?
Ja? Laura? Ich möchte dir meinen aufrichtigen Dank für alles aussprechen, was du für die Liga AG getan hast. Und natürlich für Joe. Als du Champ geworden bist, hat Joe sich vollständig aus dem Rangsystem zurückgezogen. Das ist schade, aber wir verlieren ihn gewiss nicht aus den Augen. Es überwiegt die Freude darüber, dass er wieder zu sich selbst zurückgefunden hat. In meiner Euphorie habe ich eine enorme Menge des Mittels hergestellt, das deinem Pokémon bei meiner Prüfung das Fliegen ermöglichte. Sobald du dich in Lüfte erheben möchtest, gib Agia eine angemessene Menge davon. Schlinken. Oh, du gibst es ihm sofort? Ich rate jedoch tunlichst davon ab, alles auf einmal an Eis zu verfüttern. Coraidon hat die Reittechnik Flug erlernt. Oh, jetzt können wir immer fliegen. Agia scheint irgendwie stärker geworden zu sein. Wenn ich mich nicht täusche, sollte es nun in der Lage sein, uneingeschränkt zu fliegen. Ein unerwartetes, aber durchaus akzeptables Ergebnis. Sobald du die schwere Strecke des Flugrennens absolviert hast, kannst du dich an der extrem schweren Strecke versuchen. Es ist Zeit zu gehen, entschuldige mich. Naja, weiß nicht, ob ich da so Interesse dran habe. Das Fliegen hat mich jetzt nicht so übertrieben begeistert. Ding wollte noch mit mir reden. Der Schulleiter. Oh Laura, du kommst genau richtig. Ich habe gehört, dass du Champ der Blaubeerliga geworden bist. Das ist faszinierend. Ich muss schon sagen, dich zu uns zu holen war eine meiner brillanten Ideen. Da du jetzt schon eine Weile bei uns bist, hätte ich eine Frage an dich. Wie gefällt es dir hier? Hast du Spaß an der Blaubeerakademie? Freut mich zu hören. Ich weiß, das kommt jetzt etwas überraschend, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Laura. Dank dir geht es hier an der Blaubeerakademie sehr viel lebhafter zu. Deswegen möchte ich ab jetzt noch aktivere Leute aus Paldea als Mentoren zu uns holen. Du wirst wie jemand, der überall bekannt ist und viele Freunde hast du doch bestimmt auch. Könntest du dich vielleicht bei Arenaleitern, deinen Lehrern oder starken Freunden umhören und sie zu uns einladen? Vielleicht mache ich das mal. Ich wusste es, Champ, auf dich ist eben Verlass. Über den Computer hier im Raum kannst du Leute, die du einladen willst, kontaktieren. Um ihre Reisekosten und sonstige Ausgaben zu decken, sind jedoch BP nötig. Hier hast du gleich mal welche. Die anderen Mentoren eingeladenen Leute können während ihres Besuchs diesen Raum für Pausen nutzen. Du kannst also bei Gelegenheiten vorbeischauen und ein bisschen mit ihnen plaudern. Also dann, alles Weitere überlasse ich dir. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht, also nicht offscreen machen, wenn ich es mache. Über den PC im AG-Raum kannst du Leute aus Paldea als Mentoren an die Blaubeerakademie die einladen. Du kannst bis zu zwei Leute gleichzeitig einladen und dich mit ihnen unterhalten oder gegen sie kämpfen. Aha, okay. Ich will jetzt noch wissen, wer der Mann in Schwarz ist. Ist es da nicht da im... Da ist ein Mann in Schwarz. Sag bloß, bist du nicht dieses Mädchen, von dem alle hier sprechen? Doch, 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 ich bin mir ziemlich sicher. Du bist die Austauschschülerin aus Paldea. Du heißt Laura, stimmt's? Man nennt mich Mr. Mumpf.
Ich habe ein Herz für Schüler, die sich so richtig ins Zeug legen. Insbesondere für solche, die Mission ihr Bestes geben. Die bekommen immer ein paar Snacks als Belohnung von mir. Ich spreche von hausgemachten Köstlichkeiten, deren Geschmack einiges auf Vorlieben von bestimmten Pokémon abgestimmt ist. Wer weiß, vielleicht läuft ja ein besonders beeindruckendes Pokémon über den Weg, wenn man meine Kreation im Gepäck hat. Also dann, streng dich bei den Missionen gut an und erstatte mir später Bericht. Und dann schauen wir mal, wie du dich bei Missionen so anstellst. Holla, die Backfee. Du hast ja schon 10 Solo-Missionen abgeschlossen. Zum Dank der harten Arbeit möchte ich dir einen meiner Pokémon-Snacks geben. Krodon! Krodon! Wurde in die Basistasche verstaut. Dieser Snack wurde mit der Lieblingszutat des legendären Pokémon Krodon zubereitet. Es ist ein Krodon-Snack. Hast du schon mal von Krodon gehört? Es ist ein sehr seltenes Pokémon, musst du wissen. Stammt aus der hohen Region und ist Herrscher über die Landmassen. Eine Nadel im Heuhaufen ist leicht zu finden. Wenn ich allein den Namen Krodon höre, werde ich ganz nostalgisch. Ich war noch ein junger Bursche, als ich es einmal auf einem meiner Abenteuer in Paldea blickte. Wie hieß noch gleich die riesige Grotte, die sich unter einer Stadt erstreckt? Eine Grotte? Egal, jedenfalls habe ich es genau dort für einen kurzen Augenblick erspäht. Als mir bewusst wurde, mit wem ich es zu tun hatte, fasste ich mir ein Herz und begrüßte es. Wann hat man schon so ein Vergnügen, einem Kontinent-Pokémon gegenüberzustehen? Krodon erwiderte den Gruß, indem es mit seinen großen Krallen zeigte. Mit diesem Snack im Gepäck steigt sicher auch die Chance, ihm zu begegnen. Richte Krodon bitte schöne Grüße von mir aus, wenn du ihm über den Weg läufst. Wie hat er gesagt? Eine große Grotte, die sich unter einer Stadt verbirgt. Das heißt, man muss sie suchen, die Legis. Rein theoretisch. Mal kurz orientieren. Wo startet man nochmal? Hier startet man. Und da ist ja eine Grotte direkt unter Pra. Ist das damit gemeint, diese Grotte, wo man am Anfang reinfällt? Gucken mal. Keine Ahnung. Das war so der erste Gedanke, als ich Grotte gehört habe. Die heißt Meeresbuchthöhle, nicht Grotte. Das ist Wasser. Okay. Also ich weiß nicht, ob das das richtige Örtchen ist für Krodon. Weil es ist ja keine Grotte, sondern eine Höhle. Wir können ja mal gucken.
Vielleicht ist es doch nicht hier. Aber wo haben wir denn noch eine Grotte? Da wird hier ja nicht gesagt, glaube ich, Grotte direkt. Westtor. Ja gut, hier wäre noch so eine Art Grotte von Asrina, aber ist das... Okay, mal hin. Aber ich weiß auch nicht, ob das als Grotte bezeichnet wird. Aber so, jetzt wissen wir immerhin, wie man die legendären Pokémon theoretisch freischaltet. Ich finde es eigentlich cool, dass das so ein bisschen so ein Rätsel ist, aber... Asrila, guck, das heißt sogar Grotte. Also. Maybe. Die Frage halt. Sollte es hier sein? Wo? Ups. Darf ich vorstellen? Crowdon. Das legendäre Boden-Pokémon aus der hohen Region. Jetzt aber mal Scherz beiseite. Das kann halt hier überall und nirgends sein. Aber ich glaube schon, dass wir hier richtig sind. Das sagt mir irgendwie so mein Gefühl. Ups. Ich wollte eigentlich nur das Item mitnehmen. Für dieses Level 2 zur Preis von mir. Okay, das will ich. Nee, da geht's raus. Oder muss man da noch irgendwas mit dem Ding machen? Muss man das essen? Oder... Ist halt jetzt auch die Frage, muss man das an einer bestimmten Stelle hier drin einsetzen? Oder muss man es nur dabei tragen?
ist das Rindemann? Ich weiß halt auch nicht, ob man das nur dabei tragen muss oder ob man das einsetzen muss. Aber einsetzen kann man es halt nicht. Und ob man eine Nachricht bekommt, dass man am richtigen Punkt ist. Okay, hier geht's ja dann wieder raus, vermutlich. Ich würde jetzt da noch mal hingehen. Und kurz gucken, ob man Krodon erst finden muss, bevor man den nächsten Anhaltspunkt erhält. Oder ob man auch mehr den Aufenthaltsort von mehreren Pokémon so freischalten kann. Aber ich denke, dass ich es wahrscheinlich so für mich spielen werde, den Rest. Also die Legis suchen und so. Okay, also immer wenn man 10 hat, kriegt man einen Pokémon Snake. Polaros! Aus Galar! Sein Polaros Snake. Hast du schon mal von Polaros gehört? Es ist ein sehr seltenes Pokémon, musst du wissen. Eine Nadel im Heuhaufen ist leichter zu finden. Wenn ich allein den Namen Polaros höre, werde ich ganz... Dingsbums. Ich war schon ein junger Bursche, als ich in den schneebedeckten Bergen Paldeas im Hobby nachging. Aber scheint tatsächlich in Paldea zu sein. Der Bergwanderung. Ich war bereits eine gefühlte Ewigkeit einem Bergpfad gefolgt und glaubte den Gipfel schon zum Greifen nah. Doch was erblickte ich stattdessen? Ein halb verfallenes Haus, von dem noch die Außenmauern standen. Und so beschloss ich, dort in kurzer Verschnaufpause einzulegen. Doch offenbar hatte nicht nur ich die Idee, denn im Inneren fand ich ein schneeweißes Pokémon vor. Es war Polaros, das tief und fest schlief. War ich vielleicht erschrocken? Mit diesem Snack im Gepäck steigte sich Chance, ihm zu begegnen. Richte Polaros bitte schöne Grüße von mir aus. Okay.
und dann kann man ihn so fragen, nochmal, dass er einem das nochmal sagt. Okay, aber das werde ich wahrscheinlich hier nicht mit euch aufnehmen, sondern so ein bisschen privat. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was man schön so abends auf dem Sofa noch machen kann. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zu Sims oder Pokémon oder was auch immer ich, wo auch immer ich Lust zu habe, gell? Ich danke euch fürs Einschalten und wir schauen einfach mal, was wir als nächstes Pokémon-mäßig spielen. Vielen Dank und tschüss!